Seit heute gilt ja nun das Alkoholverbot in Metronomzügen. Was halten Sie denn davon? Also ich finde es eigentlich eine gute Sache. Ich trinke zwar auch sehr gerne Alkohol, aber ich finde, man kann das auch außerhalb den Zügen beschränken. Auch auf Rücksicht der anderen Mitreisenden und Gäste, weil ich finde, es wird, artet halt teilweise aus. Wenn es im Rahmen bleibt, finde ich es okay, aber da es oft ausartet, finde ich, es ist eine gute Sache und man hat ja auch ansonsten auch noch Zeit genug, um an anderen Orten Alkohol zu trinken. Ja, ich finde das auch ganz gut, gerade jetzt in den Fußballzeiten oder Bundesliga-Zeiten auch ganz wichtig, dass die Fans nicht Theater machen dann in den Zügen und nicht lauter werden auch und mit Bierflaschen rumwerfen auf Bahnhöfen. Finde ich eigentlich ganz sinnvoll, muss ich sagen. Ich finde das in Ordnung. Trinken können die Leute auch zu Hause und man muss es auch nicht übertreiben mit dem Alkohol. Also wenn irgendwelche Jugendliche sind, die sich da drin absaugen müssen, muss ich sagen. Ist natürlich schade für die, die abends einfach nicht mal von hier nach da zählen und die Feierabend trinken wollen. Aber mein Gott, müssen es halt an den Gleisen machen und wir müssen es halt zu Hause machen. Also mir ist das grundsätzlich egal, ob die in Zügen trinken oder nicht, solange sie es in Grenzen halten. Alkohol macht aggressiv. Und diese Aggressivität, die sowieso stattfindet, lehne ich völlig ab. Und weil es eben auch sehr außer Kontrolle gerät, das Ganze. Ich bin dafür, dass kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird. Ich finde es in Ordnung. Wer erwachsen ist und Alkohol trinken möchte, kann es anderswo tun. Und zum Jugendschutz finde ich es eine gute Sache.